BMW i8, so nennt er sich. Und der Michael hat mir jetzt eine Probefahrt versprochen. Das große Problem ist jetzt, da am besten jetzt mal weggucken. Ich weiß nicht, wie ich reinkomme, denn für große Leute, so wie ich bin, ist der Einstieg etwas schwierig. Wie gesagt, schaut's lieber mal weg, sonst nachher gibt's was zu lachen. Ich nehme dein Mikro ab und moderiere das mal wieder einsteigen. So, liebe Leute, jetzt Frank Stiller im Einstieg in den neuen BMW i8. Genießt es einfach. Genießt es einfach. Genau, jawohl. Und jetzt reinflutschen lassen. Jawohl, geht doch. Machen wir schnell die Türe zu. Wie war ich? Ich würde sagen Note 1. Note 1? Ja. Gut. Super. Also, Kameramann wartet, bis wir wieder kommen. Türe zu, Frank. Genau. Jetzt fahren wir rein elektrisch auf E. Aha. Also ganz mal kurz ein paar Daten, Fakten dazu zu dem Auto. Knapp 400 PS. Aha. Zusammengesetzt vom Elektromotor und einem Benzinmotor. Schon 1,5 Liter mit Turboaufladung. Und zusammen bringt er knapp 400 PS auf die Straße. Ist Allrad, weil da die Motoren, wie gesagt, an jedem Rad sitzen die Elektroantriebe, deswegen hat er gleichzeitig auch Allrad. Ja, und. Jo, jetzt. Schaltet der Benzinmotor natürlich zu und das macht wieder. Das geht schon ab, da ganz gewaltig, genau. Er hat ein Soundmodul, das können wir auch noch zuschalten. Jetzt blendet die Sonne. Es wird auch ein bisschen lauter, hört das? Ja, ja. Jetzt fahren wir mal kurz. Bin ja noch nie wirklich Sportwagen gefahren jetzt. Uiuiui, jetzt geht's ab. Genau, aber gute Lage hat er. Ja, läuft doch ganz ordentlich, oder? Definitiv. Jetzt fahren wir natürlich durchs Wohngebiet. Ja, deswegen. Kann der auch langsam. Tempo 30 fahren? Ja. Kriegt man mit dem auch hin? Ja. Okay. 30, 50, 100, alles möglich. Geht schon ordentlich, gell? Ja. Auch mit Zwischengas beim Zurückschalten, also das ist wirklich. Auf den ersten Blick wirkt das Auto, wie wenn er langweilig wäre, ja, mit dem Elektro, aber wenn man noch Sport schält, mit dem Zwischengas beim Zurückschalten und so weiter, bei dem leichten Blubbern beim Hochschalter, ja, da macht er doch ganz schön Spaß, gell? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zum ersten Mal überhaupt in so einem Sportwagen, von daher beeindruckend. Klar, man muss es natürlich gewohnt sein. Das kann ihm doch recht sein, doch tatsächlich ganz gut in die Sitze rein. Gewaltig. Geil, oder? Ja. Ja, macht Spaß. Definitiv. Wichtig ist natürlich immer die Geschwindigkeit einhalten, angeschnallt sein, so wie wir sind. Und dann kann man mit dem Sportwagen richtig Spaß haben. Aber natürlich immer die Straßenverkehrsordnung beachten. Ja. Das ist wichtig, genau. Und ich denke mal, da muss man ein bisschen mal wieder an die jungen Leute appellieren, denn da gibt es natürlich auch mal wieder gerade genug, die ihren von den Eltern vielleicht mal sowas ausleihen oder ja, sonst was, ne? Und es ist dann passiert's. Halt, es ist halt eben so, Frank, meine Meinung, man kann ein Auto fahren, wir fahren auch den Bugatti mit 1500 PS. Die Kunst daran ist nicht das Auto in der Höchstgeschwindigkeit zum Fahren, sondern man kann so ein Auto auch normal fahren. Man kann wo 100 ist auch 100 fahren, man kann wo 50 ist auch 50 fahren und man kann auch mit dem Auto cruisen, man muss nicht immer Vollgas fahren. Und ja, ich finde, wenn man cruist und es ein bisschen genießt, macht es fast mehr Spaß, wenn man einfach sinnlos unbedacht drauf zufährt und man sieht, was passieren kann. Richtig. Dann ist der Spaß halt vorbei. So ist es. Und teures Geld ins Hand gesetzt unter Umständen. Genau.
Ja, na danke schon mal für die kurze kleine Probefahrt. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, super. Und wie gesagt, wir sehen uns dann spätestens wieder hier zu unserer kleinen Carrera-Bahn-Challenge. Und denn wir sehen uns am Sonntag, am 14. auf RTL. Genau. Ganz für alle Fälle. Das kommt da noch hinzu. Ganz genau. Sehr schön. Ich sage Dankeschön. Wieder Reporter Michael Kanz, Kanz für alle Fälle. Ja, jetzt haben wir den Einstieg mit einer Note 1 vollbracht und jetzt gucken wir, wie wir den Ausstieg so hinkriegen, lieber Frank. Einmal abschnallen. Zur Not blenden wir einfach. Also, nee, zur Not, ich kenne die Firma Brielmann, die luft auch Sache. Die luft ich dann raus. Nee, Quatsch. Ich heb dir deine Kamera, jawohl. Frank? 2,5. Fürs erste Mal perfekt. Ciao, tschüss. Ich sage nochmal, wie gesagt, herzlichen Dank für die Fahrt. Es war wirklich atemberaubend, das muss man wirklich mal miterleben. Und ich würde sagen, jetzt tauschen wir mal hier der Moderator gegen Kameramann. Der möchte bestimmt auch noch eine Runde. Bis zur nächsten Ausgabe, euer Frank Stiller und der Michael Kanz natürlich.